Freunde, hier ist wieder euer Tobi Wobbly und willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Entkommen aus dem Kino. Und was ist denn da hinter uns? Also wir haben uns ganz normal den Film angeschaut und auf einmal kommen da Monster raus. Aber Leute, ich glaube, das sollte definitiv nicht so passieren. Wir müssen hier so schnell wie möglich versuchen zu entkommen. Deswegen würde ich sagen, bevor das Video losgeht, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und aktiviert die Glocke, um natürlich nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir gehen da mal los. Wir escapen diesem Kino. Okay, bitte bekommt mich nicht, bekommt mich nicht. Ich glaube, das ist der einzige Ausweg rein da. Okay, wir sind jetzt in der Schacht. Puh, das war wohl wirklich knapp. Was ist das denn hier? Ist das etwa hier kein Weg, um rauszukommen? Warte mal, ich glaube, wir müssen hier einen anderen Weg nehmen. Oder müssen wir, warte mal, okay, da ist wohl der richtige Weg, Leute, da ist wohl der richtige Weg. Okay, sie zeigt uns auf jeden Fall den Weg, wo es lang geht. Oh nein, der Film wurde zum Leben erweckt und riesige Monster greifen alle an. Okay, da müssen wir raus, schnell, ganz schnell. Okay, durch den Teppich, zack, berühre nicht die Säure. Haben die Monster hier etwa ihre Säure abgelassen? Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Wir müssen hier weg. Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott, warte, ist das hier etwa, ist das hier Karamelllava? Oder ist das hier das Süße von der Popcorn nur in flüssiger Form, Leute? Was ist das denn hier, bitteschön? Was ist eigentlich eure Lieblings-Popcorn-Sorte? Salzig oder süß? Schreibt es gerne in die Kommentare. Meines ist süß. Meines ist süß, weil man von süß nie genug bekommen kann. Ich kann von süß wirklich nicht genug bekommen. Auf jeden Fall, Freunde. Wir müssen jetzt versuchen, hier durch diese Candy, diese Süßigkeiten, 40 hier irgendwie durchzukommen. Das wäre natürlich ganz gut, wenn wir das avoiden. Was ist das denn? Haben wir hier ein Fass? Was können wir damit machen? Was ist das denn, bitteschön? Können wir das nochmal machen? Oh mein Gott! Was ist das denn? Leute, Hilfe, Hilfe! Oh, was ist das denn? Das ist irgendwelche Klammeraffen. Was war das denn, Leute? Oh mein Gott. Schnell in den Lagerraum. Schnell, geh in diese Lüftung. Okay, bevor die uns erwischen. Ich habe immer noch so ein Klammeraffen gehabt. Egal, Leute, schnell. Laser, die... okay. Anscheinend konnten wir doch nicht springen. Das war ein bisschen komisch. Leute, was muss man denn hier bitte schon machen? Oder konnte ich hier, warte mal, hier konnte ich irgendwie konnte ich da nicht springen. Komisch. Okay, das ist ein Monster. Das ist ein Monster, da müssen wir direkt weglaufen. Das können wir doch absolut nicht zulassen. Hier ist schon wieder ein Monster. Sei vorsichtig, welches du willst. Enemene Mister, es rammelt in der Kiste mit Mac und du bist weg. Okay, das war es doch nicht richtig, Leute. Das war doch nicht richtig. Dann ist die linke Seite. Ja, okay. Und dann wahrscheinlich die rechte Seite. Nein, es war nicht die rechte Seite. Leute, was ist denn hier schon wieder los? Okay, dann ist es die linke und die Mitte. Jawohl, Leute. Okay. Wow, das ist rutschig. Inwiefern? Warte mal. Oh, okay, das ist echt rutschig. Oh mein Gott. Huh, das ist im Keller, Leute. Was war mit dem hier? Okay, hier. Ja, nicht auf die roten Stufen treten. Das wird uns auf jeden Fall ins Verderben schleudern. Okay, wo sind wir jetzt? Oh, der Keller ist überflutet. Schnell rüber. Oh mein Gott. Was haben wir denn hier für ein Geschenk? Ein Panda. Was können wir damit machen? Tatsächlich können wir Pandino. Das ist tatsächlich ein Pandino. Okay, interessant, Leute. Aber leider sieht es für mich nicht aus wie ein Dino. Auf jeden Fall Pandino. Wir gehen jetzt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall entkommen. Nee, zack, eine Abkürzung. Und zack. Und noch eine Abkürzung. Dieser Teil ist blockiert. Gehen wir diesen Weg. Was sehe ich denn da? Ganz viele Albino-Kratten? Nein. Das wollen wir uns nicht antun. Dürfen wir das berühren? Nein, natürlich nicht, Leute. Das war direkt eine Falle. Hier müssen wir tatsächlich rüberspringen. Zack, Schritt für Schritt. Alles kein Problem. Was ist hier los? Der Schlüssel ist hier irgendwo versteckt. Finde ihn und schließe die Tür auf. Okay, wo ist der Schlüssel, Leute? Das war doch wirklich so einfach. Leute, hier war auch noch ganz viel Potenzial, die Schlüssel zu verstecken. Aber egal, Leute. Gehen wir hier jetzt weiter. Wir nehmen den Schlüssel. Und zack. Ja, okay, wir haben es geschafft. Nein, Leute, ich bin direkt in die Füße gelaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, zack und zack. Warte mal, was war das denn? Achso, das war das Licht, Leute. Bloß nicht. Süßes Mäuschen. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier schnell weg. Dickies. Okay, jetzt müssen wir da... Warte mal, das ist wieder ein rutschiger Boden. Das heißt, wir rutschen da runter. Okay. Puh. Ein Automat. Okay, warte mal. Okay, dieser Automat hat diese ganzen Dosen hier wild rum ausgespuckt. Wahrscheinlich waren das wieder die Dinos. Oh mein Gott. Nicht ins Wasser fallen. Bloß nicht ins Wasser fallen. Puh. Leute, dieser Kinobesuch war bisher richtig stressig. Aber Leute, mögt ihr es eigentlich ins Kino zu gehen? Ich mag es auch ganz besonders, ins Kino zu gehen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Okay, Leute, wir trinken unseren Drink. Zack. Und wir gehen hier weiter.
Okay, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Finde deinen Weg durch das Labyrinth da unten. Warnung, Elektrizität. Ist es eine gute Idee, da runter zu gehen? Ich glaube nicht. Warte mal. Nein, ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Oh mein Gott. Okay, das ist gar nicht Elektrizität, das ist einfach nur der Boden. Okay, Leute, da wurden wir einfach komplett geprankt. Und dann, okay, die haben doch nicht gelogen. Da war ein Elektrodino. Stell, okay, wir müssen hier raus. Das ist auf gar keinen Fall. Nein, schon wieder ein Elektrodino. Oh mein Gott, Leute, es ist so intens. Okay, wir haben es rausgeschafft. Okay, warte mal, was? Was ist das denn? Warte mal. Wow, wir sind in dem Film. Ach, Warnung, rutschige Baustämme. Hinweis, trete auf die Lilypads. Ach so, auf diese grünen Dinger. Okay, dann müssen wir versuchen, zack, auf den ersten Baumstamm drauf zu springen. Und zack. Und zack. Und oh mein Gott, war das Klopf. Oh, nein, warte mal, was? Warte mal, was? Ah, oh mein Gott. Au, wir sind in ihre Falle gefallen. Wir müssen entkommen, schnell. Da hast du recht. Ich dachte schon, sie switchen. Okay, switchen die Reihenfolge, so dass wir dann doch drüber kommen können. Beinahe hätte uns der Dino erwischt. Aber wir sind einfach krass, Leute. Wir sind einfach die krassesten. Wie geht's hier denn weiter? Achso, hier ist eine bewegende Plattform. Dann springen wir mal da drauf. Das sieht echt wie ein... Warte mal, was? Oh mein Gott, Leute, die wollen uns mit Ängsten bewerfen. Das darf ja nicht zu höchst. Schnell hier weg. Schnell. Puh. Nein, oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Sind wir wirklich hier gelandet, Leute? Wir sehen uns auf jeden Fall gleich nochmal. Leute, da wurde tatsächlich jemand gefangen genommen. Das habe ich ja komplett übersehen. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist das, was passiert, wenn wir da tatsächlich nicht aufpassen. Zack und zack. Jetzt geh mich hier drauf. Okay, und auf den nächsten Checkpoint. Zack. Okay, jetzt müssen wir das registriert sein. Das bedeutet, Leute, wir müssen hier jetzt einen Sprung machen und nicht runterfallen. Zack, Leute, dann beobachten die uns einfach. Oh mein Gott, Leute, die wollen uns wirklich nicht am Leben sehen. Das kann doch nicht wahr sein. Und, oh mein Gott, das war knapp. Oh mein Gott, das ist ja ein Rutschbad. Zack, und zack. Warte mal, wo sind wir jetzt hier? Lass uns hier rauskommen. Ist das tatsächlich der Weg, wo wir endlich in unsere Freiheit kommen? Finden wir uns heraus, Leute. Wir müssen es herausfinden. Okay. Sind wir draußen? Nein, wir sind immer noch im Film, Leute. Es ist natürlich nicht vorbei. Oh mein Gott, was ist das denn? Was ist das denn, Leute? Ja, nicht die... Okay, ja, nicht die Blätter berühren. Das wollte ich sagen. Okay, nein, ich habe wieder die Blätter berührt. Okay, jetzt dürfen wir nicht die Blätter berühren. Das war natürlich... Nein! Leute, es kann auch sein, natürlich können wir darüber springen. Das war ein bisschen komisch. Okay, dann müssen wir hier ganz vorsichtig drüber springen. Die Brücke ist mit einem Hebel verbunden. Finde sie hinter dir. Warte mal. Ach da, genau wo der andere Dino ist. Bitte, tu mir nichts. Zack. Und wir gehen in... unsere Freiheit. Da schwingen noch ein paar Dinos. Wir müssen hier wirklich Schritt für Schritt weitergehen. Ach, und es ja nicht treffen lassen. Und wir haben es geschafft. Okay, was ist denn das fünfte Geschenk? Ein Sandwich, Leute. Das sieht aber nicht so lecker aus. Schmeckt aber gut. Irgendwie ist es doch lecker als gedacht. Wir sollten auf jeden Fall die Pizza essen und dann noch den Schuh trinken. Und dann gehen wir raus. Okay, sind wir tatsächlich jetzt draußen? Nein, natürlich nicht. Wir müssen jetzt hier noch aus dem, wo wir unsere Tickets kaufen, natürlich entkommen. Und da haben sich schon so ein paar Cracks gebildet, weil das so ein bisschen von der Uhrzeit rausgekommen ist. Planet der Noobs, Leute. Was ist das denn für eine Film? Das ist auf jeden Fall lustig. Sie haben das ganze Theater übernommen. Ja, die benutzen irgendwie, die übernehmen jetzt alles. Und ich glaube, da will das Ticket da essen. Nichts wie weg hier, Leute. Nichts wie weg hier. Oh mein Gott. Und dann haben sie nochmal gegen Ende Laser platziert. Was soll das denn, Leute? Nein, Leute. Konzentration. Wir dürfen nicht die Laser berühren. Okay. Gehen wir ganz, ganz vorsichtig vor. Zack. Oh mein Gott, wir hatten schon wieder fast den Bett. Aber egal, Leute, wir haben es fast geschafft. Nur noch ein kleines Stück. Nein, bist du einfach mit dem Kopf dagegen geknallt. Nein. Zack, neuer Versuch. Oh mein Gott, wir sind wieder gestorben. Es kann doch nicht wahr sein, Leute. Es kann doch nicht wahr sein. Wir haben es doch gleich geschafft. Und nur noch ein Stück. Sind wir jetzt draußen? Nur noch die Treppen hier. Ich schätze mal, dass das hier jetzt der Endspurt ist. Oder kommt da noch auf, oder kommt noch irgendetwas auf uns zu? Wir werden es ja herausfinden. Ist das hier richtig? Leute, wo sind wir denn jetzt? Warte mal. Nein, das kann nicht wahr sein. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Warte mal, wir lassen uns einfach droppen. Und dann müssen wir da versuchen, nicht die roten Dinger zu berühren. Zack. Ach, das war eine große Popcorn-Maschine, Leute. Wir sind fast da. Okay. Nur noch der Endspurt. Zack. Und ich glaube, wir dürfen definitiv nicht von den Autos getroffen werden. Ganz schnell. Das wird sehr gruselig. Okay, nur das letzte Auto. Und die Kanalisation. Zack. Oh mein Gott, Leute. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wie weit müssen wir dem Kino entkommen, dass wir dem Kino entkommen sind? Ich schätze mal, das ist nur noch die
Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt müssen wir noch auf den Albino-Ratten springen. Okay, das ist es. Beeilen Sie sich. Okay, ich beeile mich. Schnell, schnell, schnell. Ah, Leute, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Wir haben es einfach geschafft. Leute, das ist die Freiheit. Das soll so wirklich die Freiheit aussehen? Leute, wir haben es einmal geschafft. Freunde, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich wollte sagen, Freunde, ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin's, euer Tommy Wobbly. Tschüssi, ciao, tschüss.